Du, Sarah wird jetzt die Profile von diesem Mädchen mal durchchecken. Ja. Mal schauen, ob wir da ein bisschen weiter mitkommen. Und wir schauen jetzt mal, welche Schüler wir befragen können. Erlaubnis von der Rektorin haben wir. Ist das, was ich mir früher angehört habe, was so Mobbing-Sachen angeht? Ja, ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich sowas höre. Mobbing hier, Mobbing da. Zum Glück gab es bei mir damals noch kein Internet. Ich habe vorher noch mit Internet. Haha, der Neger. Ist ja Wahnsinn. Ah. Hallo. Hi. Hi. Sind Sie Hallo, ja, ich bin Herr Lenz. Hallo, Frau ja? Gerber. Das ist John, mein Mitarbeiter. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Unsere Schuldirektorin weiß auch Bescheid. Mhm. Mit den Schülern habe ich auch schon gesprochen. Die wissen auch über den Suizidversuch von Lea Bescheid. Glauben Sie, dass Sie mit uns auch sprechen wollen? Also, ich habe mit denen heute Morgen gesprochen im Unterricht und keiner von denen war dagegen. Mhm. Daher denke ich schon, dass sie bereit sind zu sprechen. Ich stelle sie Ihnen mal kurz vor. Ja. Liebe Schüler, das ist Herr Lenzen, der Anwalt, von dem ich euch erzählt hatte. Hi. Hallo. Das ist John Davis, mein Mitarbeiter. Hallo. Ihr wisst, warum ich hier bin? Na, ja. Also ja, es geht um Lea. Was gibt's da zu lachen? Wen interessiert die denn? Was heißt, wen interessiert die denn? Ja. Wer ist denn von euch Alessia? Du? Ja. Dich interessiert sie auch nicht? Warum sollte sie mich interessieren? Entschuldigung, ich bin hier, weil Lea, eure Mitschülerin, versucht hat, sich umzubringen. Ja, selbst dafür war sie zu dumm, genauso wie zu einem anderen. Sorry, aber das Bild, haben Sie das Bild mal gesehen? Pff, selbst schuld, wenn man sowas machen lässt. Ach so. Ich gehe mal davon aus, dass sie das Bild nicht selber gemacht hat, sondern dass das Bild von ist mir auch egal, wer vielleicht das einer von euch gemacht worden ist. Also Sie haben damit garantiert nichts zu tun. Nein, da bin ich auch fast von überzeugt. Mädels, das ist eine Straftat. Ja? Wer Bilder von anderen ohne deren Erlaubnis ins Netz stellt, der macht sich strafbar. Dazu ist auch noch Beleidigung. Das interessiert einen Jugendrichter. Ich weiß nicht, ob das alles so cool ist, wenn ich hier weggehe. Also für uns ist kein Problem, weil ich habe nichts mit dem Bild zu tun. Sie ist es nicht gewesen, sie nicht und die beiden waren es auch nicht. Von daher sind wir da raus. Was ist denn für euch wichtig? Ha? Was ist für euch wichtig? Das hier? Ist das wichtig? Ja? Lippenstift, falsche Wimpern, Lady? Ja, ist das wichtig? Ja, wie es aussieht schon. Aha. Dankeschön. Viel Spaß mit den Früchtchen hier noch. Tschüss. Okay. Okay. Neben der Mädchenklicke gibt es laut Leas Vater noch einen weiteren Verdächtigen. Ihren Schwarm Felix. Der Rechtsanwalt versucht bewusst, unter vier Augen mit dem Mitschüler ins Gespräch zu kommen. Doch der 15-Jährige gibt sich offener als erwartet. Gib mal Ball. Danke. Hast du mal kurz? Ja, klar, kein Problem. Warum? Na, leg mal los. Also, ich weiß genau, warum Sie hier sind. Und ich wollte Ihnen nur vorab sagen, ich habe wirklich mit dem Foto nichts zu tun. Ich weiß, dass Sie wegen dem Foto hier sind. Ich weiß genau, dass Sie denken, dass ich das Foto wahrscheinlich gemacht habe. Aber ich habe damit wirklich nichts zu tun. Sicher? Ganz sicher. Also, ich habe damit wirklich nichts zu tun, wirklich. Und die Situation mit den Mädels, war die schon immer so? Also, angefangen hat es eigentlich, dass sie irgendwann dazugehören wollte. Weil Alessia ist vielleicht mit Sie mitbekommen haben, so ein bisschen das Alpha-Tier in der ganzen Truppe und sie hat, ist ein bisschen beliebter und Lea halt nicht. Und sie wollte halt angefangen, irgendwann da dazu zu gehören zu dieser Gruppe. Und irgendwann ist es dann ein bisschen eskaliert und jetzt ist es halt leider so gekommen, wie es ist. Was heißt eskaliert? Naja, ich kann. Na, gib mal einen Ball. So. Und zwar war Alessia mit ihren Eltern in Los Angeles und hat quasi ein Foto hochgeladen und das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und man muss kein Foto Profi sein, um zu sehen, dass Lea versucht hat, dieses Foto quasi zu fälschen. Das ist aber war gar nicht in New York. Sie war nicht in New York, das war in ihrem Zimmer. Und das ist aufgeflogen, war dann ziemlich schnell unten durch. Mhm. Und ich habe eigentlich grundlegend nichts gegen sie, aber wenn man so weit für Likes geht, dass man Fotos fälscht, ist schon ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen ganz. Ich habe aber gar nicht den Eindruck bei ihr gehabt, dass sie so dahinterher ist. Sie wirkte da irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe da leider gar keine Ahnung, weil ich habe keinen Kontakt zu ihr. Wir reden nicht miteinander so, aber es tut mir leid, weil ich habe ja am Rande mitbekommen, was sie gemacht hat und es tut mir leid, das ist echt viel zu krass geworden. Hast du denn eine Ahnung, wer das Foto gemacht haben könnte? Also ich habe Alessia darauf angesprochen und mehrere Leute haben sie auch noch mal damit konfrontiert, aber sie meinte, sie hat damit nichts zu tun und hat das nicht gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass Alessia das Foto gemacht hat, aber auch, dass einer aus ihrer Clique, die haben sie ja auch schon kennengelernt, die reizenden jungen Damen, dass eine von denen das auch gewesen sein könnte. Also abstreiten würde ich es nicht. Okay. Wie gesagt. Ich danke dir. Wie, willst du ihn wieder haben? Ja, bitte. Dankeschön. Hey. Hey. Was? Was? Wieso bist du nicht im Auto? Wieso hast du meinen Schlüssel? Ach, du Tat. Ja. Na, sorry. Ja.
Wir wollen alle nach Amerika wie Nesca. Hollywood, Träume in der S-Bahn. Geblendet von den Lichtern dieser Weltstars. Die Schwerkraft verschwindet in meinem Benzer. Sarah! Ich hab dir gerade einen Moment. Für dich immer. Super. Ich hab mir den Account von Lea mal ein bisschen genauer angeguckt. Und es ist schon echt krass, was da abgegangen ist. Also innerhalb von kürzester Zeit hatte dieses Foto schon 250 Hasskommentare. Allen voran waren tatsächlich die Mädels aus der Clique. Ja, um das Schlimmste zu verhindern, habe ich jetzt den Provider mal kontaktiert und habe den gebeten, das Foto schon mal aus dem Netz zu nehmen. Super, sehr gut. Sag mal, ganz offensichtlich geht es hier nur um Likes. Es geht nur um Aufmerksamkeit. Und der Felix hat mir vorhin auch erzählt, dass es Lea auch ganz wichtig sei, Likes zu bekommen. Die hat das sogar mal so ein Urlaubsfoto aus New York gefaked. Da gab es dann auch eine riesen Hasstirade hinterher. Aber offensichtlich will sie alles tun, um möglichst viele Likes zu bekommen. Ja, das ist es ja leider, das, worum es heutzutage geht, ne? Je mehr Likes, desto cooler bist du halt eben. Ja, ich glaube, desto bescheuerter oder verlorener ist man eher. Ja gut, das ist jetzt mal unsere Meinung. Wir müssen auch von dem ausgehen, was die Teenager hier meinen. Also sag mal, wäre das theoretisch nicht denkbar, dass Lea das Bild selber ins Netz gestellt hat? Nee. Um Aufmerksamkeit zu kriegen? Welche Frau wird sich denn irgendwie halbnackt der halben Schule präsentieren? Oder der ganzen Schule, beziehungsweise im ganzen Land, der Welt? Wer wird denn das machen? Ich glaube eher, dass es diese Alisa, Alessia oder wie sie da hieß, dass die das war, die wir eben getroffen haben. Mit ihren Mädels? Genau, dass diese ja, das glaube ich auch. Dass diese Tanten, diese Uschis da das waren und jetzt wirklich sie dadurch in eine Ecke drängen wollen. Ja, aber stopp mal, dieses Bild, ne? Dieses Bild, was wir da gesehen haben, was im Netz aufgetaucht ist. Okay, das mag ja furchtbar sein, wenn es jemand Fremdes aufnimmt, aber wenn du das selber aufnimmst, sie war ja eigentlich bekleidet. So viel hat sie von sich ja nicht preisgegeben, wenn sie es selber gewesen wäre. Naja, okay, komm. Hey. Also, wie gesagt, also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie das war. Wieso soll sie das gemacht haben? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was es für eine Welle an krass negativen Reaktionen gab. Damit hat sie ja vielleicht nicht gerechnet. Wisst ihr was, ich habe jetzt eigentlich noch eine andere Idee. Okay. Ich kann nur einfach mal versuchen, ob ich an die IP-Adresse rankomme. Das ist eine gute Idee. Ich komme der Sache dann ein Stück näher, oder? Ja. Dann brauchen wir hier nicht die ganze Zeit zu spekulieren. Ja, ich mach das. Einfach mal. Okay, mach ja, das. Super. Ja? Und okay, schick mir eine Nachricht, ja? Oder melde dich. Alles klar. Und wir fahren jetzt gleich nochmal zu Lea. Danke. Super. Bis dann, bis ciao. Dann. Ciao. Ja, fahren wir zu Lea? Einverstanden? Nein. Wieso nein? Ingo, du hast noch nichts gefrühstückt. Es geht mir jetzt wirklich langsam auf den Sack. Du stellst es immer hinten an, dass du was isst oder was trinkst. Was, den halbkalten Kaffee? Ja, bitte, komm, stell kann den immer weg. Noch trinken. Stell den weg. Wir gehen jetzt was Leckeres essen. Adana Kebab. Adana Kebab? Mhm. Adana Kebab. Auch nach dem Essen ist das Team Lenzen kein Stück weiter bei der Ermittlung, wer wohl Leas Bild ins Netz gestellt hat. Ein Fremder? Oder war es das Mädchen etwa selbst? Vor dem Wohnhaus der Wennings droht inzwischen die Situation zu eskalieren. Scheiße, der Vater knüpft sich Felix vor. John, geh mal dazwischen. Du hast wegen dir essen meine Tochter, aber das Lenzen. Hör doch mal auf. Was denn? Er ist schuld. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz ehrlich, Oder lass ihn laufen. Lea, warte mal. Die 14-jährige Lea Wenning wurde gemobbt und hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Noch ist offen, wer sie heimlich fotografiert und das freizügige Bild im Netz hochgeladen hat. Ingo Lenzen hat einen Verdacht. Blöde Situation, ne? Versteht das doch alle nicht. Was denn? Erzähl mal. Das verstehen wir nicht. Es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Dieses Foto. Mhm. Ich hab's selber gemacht. Selber gemacht. Selber ich wollte einmal cool sein und einmal dazugehören und auffallen und Leuten gefallen und. Ein paar Likes haben? Ich wollte Likes. Jetzt ist alles meine Schuld und keiner will irgendwas mit mir zu tun haben und alle hassen mich. Das glaube ich nicht.
Das wird schon alles wieder gut werden. Aber du musst natürlich lernen, dass du dazu stehst. Das ist natürlich das Fatale heute am Netz. Hm? Da sind eine Menge Influencer, die spiegeln ein Leben vor am Strand. Immer Sonnenschein, alles ist toll. Und die Kids, das heißt die Teenager, die glauben, die müssten diesen Ansprüchen auch gerecht werden. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Tja, das ist nicht die Realität, Lea. Nee, das wissen wir. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie wir die Situation auf die Reihe kriegen. Ne? Nur mit der Schule, da müssen wir uns natürlich was überlegen. Ne? Ich will nicht mehr zur Schule. Doch. Nein, ich will die Schule wechseln. Willst du die Schule wechseln? Aber vielleicht ist es sogar ganz cool, wenn du vor deinen Klassenkameraden einfach mal sagst, ich habe da einen Fehler gemacht und eigentlich ist das Leben nicht so, dass ich immer nur auf die Likes aus bin und die haben will. Vielleicht befreist du damit deine Klassenkameraden auch von einem irren Druck und dass du dadurch einfach mal Stärke hast. Und das macht dich beliebt wirst, weil du die Einzige bist, die endlich mal gesagt hat, immer, ich habe da einen Bock geschossen und weil ich genau das wollte, was ihr alle auch wollt, aber das brauchen wir eigentlich vielleicht gar nicht, wenn wir uns auch so verstehen. Weil ich noch keine Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte, ist Lea straffrei ausgegangen. 3 Wochen später habe ich sie bereits wieder in die Schule begleitet. Heute ist Lea psychisch stabil und hat aus der Geschichte gelernt. Ich bin mir sicher, dass sie künftig besser darauf achten wird, was sie im Netz hochlädt.